Das Ganze ist ein Experiment unter dem Titel Hamster und wir versuchen eine Symbiose herzustellen zwischen einer Population von Hamstern, 16 Stück sind es im Moment, und 10 Vehikeln. Diese Vehikel sind eigentlich dafür gedacht, zwischen zwei Punkten im Raum hin und her zu fahren, und zwar zwischen der Futterstation, wie schon gesagt, und der Lichtquelle. Damit das Vehikel das kann, braucht es als allererstes einen Hamster. Der Hamster kann hier einsteigen, wenn er möchte, und dieses Laufrad bewegen. Es ist direkt mit dem Rad über eine Kette verbunden. Wenn es mit Hilfe des Hamstermotors zur Lichtquelle gekommen ist, dann wird über die Solarzelle werden die Batterien mit Strom versorgt. Wenn die voll sind, die Batterien, kann der Hamster wieder, wenn er wieder einsteigt, in die andere Richtung fahren. Mit Hilfe dieses Scanners, diesen Fotozellen, findet das Vehikel dann die Futterstation, die im dunkleren Teil des Raumes liegt. Dann werden die Batterien über kleine Stromabgeber in die Futterstation entladen. Ein Motor beginnt sich zu drehen und die Hamster bekommen Futter. Hier haben wir die Situation hergestellt, eine Symbiose zwischen natürlichen Lebewesen und künstlichen Vehikeln testen zu können. Wir wollten einfach in einem ziemlich einfachen Experiment ausprobieren, inwieweit es möglich ist, natürliches Verhalten von Lebewesen mit technischen Einheiten, wie in diesem Fall den Vehikeln, zu verbinden und die aufeinander einwirken zu lassen und sie vielleicht sogar voneinander abhängig zu machen. Beigebracht haben wir dem nichts. Das wäre auch sehr schwierig, weil Hamster offensichtlich ziemlich dumm sind.